Ich laufe hinterher. Susanne, bist du verrückt? Bleib stehen, Susanne. Los, Jörg, hinterher. Die verirrt sich doch genauso wie der Affe in der fremden Stadt. So eine schlimme Sache am letzten Tag vom Weihnachtsmarkt. Ich gehe mit meinem Hund der Spur nach. Wir finden Ihren Affen, keine Angst. Was sagen Sie so? Drehen Sie derweil nur ruhig Ihren Leierkasten. Haben Sie einen Käfig, wo der Affe rein kann, wenn wir ihn haben? Nein, nehmen Sie mal diesen Sack hier. Hoffentlich kriege ich mein Äffchen lebendig zurück. Wo ist es nun, dachte Susanne. Aber schon sah sie, wie das Äffchen schnurstracks über die Straße lief. Hinterher, schnell hinterher, dachte Susanne und rannte dem Äffchen über die Straße nach. Susanne! Was soll denn das? Warum bremsen Sie plötzlich mitten auf der Dattenstraße? Wollen Sie etwa, dass ich lieber ein Kind überfahre, das plötzlich hinter einem Affen über die Straße läuft? Verdammt, so ein Affentheater! Ihr Wagen und mein Wagen verbeult. Und das so kurz vor Weihnachten. Nun seien Sie doch erstmal ruhig. Da kommt ja schon die Polizei. Na ja, ist mir auch sehr recht. Die sollen vor allem erstmal das Kind suchen, damit nicht noch mehr passiert. Mensch, Jörg, wir müssen sofort Susanne suchen und sie verstecken. Denn sie hat Schuld am Unfall. Hör mal, jetzt erzählt die Frau aus dem verbeulten Auto alles dem Polizisten im Peterwagen. Die wollen Susanne suchen und zur Polizei mitnehmen. Drüben gehen aber zwei Straßen ab. Wo ist Susanne weitergelaufen? Ach, weiß der Kuckuck. Lauf du die rechte lang, ich such sie auf der linken. Los. Wenn wir sie finden, schnell in einen Hausflur rein mit ihr. Susanne hatte vor lauter Eifer gar nicht bemerkt, dass ihretwegen zwei Autos aufeinander gefahren waren. Sie lief nur so schnell sie konnte dem flinken Äffchen nach, immer weiter und weiter. Doch auf einmal sah sie es nicht mehr. Da blieb Susanne stehen und blickte sich verwirrt um. Jetzt erst bemerkte sie, wie allein sie inmitten der großen fremden Stadt war. Ein kalter Wind pfiff um sie herum und langsam begann es wieder zu schneien. Sie lehnte sich an die Hauswand, hielt sich die Hände vors Gesicht und weinte. Hallo. Hallo, kleines Mädchen. Was ist mit dir los? Wie kann man denn kurz vor Weihnachten so traurig sein? Ach, du gehörst doch zu den drei Kindern, denen ich vorhin die Würstchenbude zeigte. Wo sind denn die beiden Buben? Sind das deine Brüder? Hm. Und er wollte doch um 2 Uhr am Bahnhof sein. Du bist es, Weihnachtsmann. Es ist alles so schrecklich. Erzähl mal, vielleicht kann ich dir helfen. Der Affe ist weggelaufen, weil ein großer Hund kam. Welcher Affe? Der vom Leierkastenmann. Und der Leierkastenmann ist lahm und kann nicht rennen. Und da bin ich hinterhergelaufen. Und nun ist der Affe weg. Und wo sind deine Brüder? Weiß ich nicht. Sind auch weg. Och, nur hör erst mal auf zu weinen. Wie heißt du eigentlich? Susanne. Sie nahm ein Taschentuch und wischte sich die Tränen ab. Da. Da sieh mal, Susanne. Der hält direkt vor uns im Peterwagen. Hallo, kleines Mädchen. Komm doch mal her. Ich mag nicht zum Peterwagen gehen. Ich gehe mit dir. Komm. Was gibt es denn? Ich suche das Kind, das hinter einem Äffchen hergelaufen ist. Bist du das? Ja, aber das Äffchen ist weg. Das wird sich schon wieder einfinden. Weißt du, dass deinetwegen zwei Autos zusammengefahren sind, weil du, ohne dich umzusehen, einfach hinter einem Affen über die Straße gelaufen bist? Nein, nein, das habe ich nicht gemerkt. Nun steig mal ein, dann fahren wir zu deinen Eltern. Wo wohnst du denn? In der Walburgstraße 8. In der Walburgstraße? Die gibt es doch gar nicht in Vohstadt. Nein, das ist in Katzenburg. Ach so, dann bist du wohl hier bei Verwandten zu Besuch. Wo wohnen die? Nein, wir sind nicht zu Besuch. Wir sind heute ganz allein hier gefahren und nur aus Versehen. Und um 2 Uhr müssen wir wieder am Bahnhof sein. Sag mal, was erzählst du da eigentlich? Aus Versehen hergefahren? Und was heißt überhaupt wir? Darf ich mal was sagen, Herr Wachtmeister? Heute Mittag traf ich die Kleine von dem Bahnhof mit ihren beiden etwas älteren Brüdern. Ich zeigte ihnen den Weg zum Weihnachtsmarkt und zur Würstchenbude. Na, dann wollen wir erst mal deine beiden Brüder suchen. Komm, steig ein, wir fahren die Straße entlang und du sagst Stopp, wenn du die beiden Buben siehst. Wie heißt du? Susanne Siebenglück. Zögernd stieg Susanne in den Peterwagen ein und fuhr davon. Der Weihnachtsmann winkte ihr freundlich hinterher. Der Polizist fuhr mit Susanne zur Marktstraße, wo die beiden verbeulten Autos noch standen. Er drehte sein Fenster auf. Ich habe die kleine Übeltäterin gefunden. Wir werden alles schnellstens klären. Sie hören dann von uns. Zum Glück können ja die beiden Wagen noch weiterfahren. Also, trotz des Schreckens, frohes Fest. Danke, danke. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Und nun, Susanne, wollen wir deine Brüder suchen.
Sie fuhren durch die Straßen und Susanne musterte aufmerksam die Gehwege. Viele Leute waren unterwegs, meist mit Paketen und Taschen bepackt. Wie sollte sie nur ihre Brüder finden? Halt! Stopp! Stopp! Da war eben Jörg, der da mit der blauen Mütze. Aber Frank sehe ich nicht. Hallo, Jörg. Ja? Sieh mal, hier ist deine kleine Schwester. Hast du sie eigentlich schon sehr gesucht? Mensch, Susanne, da hat die Polizei doch schon gefangen. Komm her und steig mit ein. Ja, gut. Jörg, wo ist denn dein Bruder? Keine Ahnung, wir haben uns getrennt, als die beiden Autos wegen Susanne zusammengerasselt waren. Wir sind verschiedene Straßen lang gelaufen, weil wir Susanne suchen wollten. Dann fahren wir jetzt wieder mal weiter die Straßen entlang und ihr beide sucht nach eurem Bruder. Du, Susanne, guckst hier auf diese Seite und du, Jörg, auf die andere. Wie heißt denn euer Bruder? Frank. Und können Sie sagen, wie spät es ist? Ja. Es ist 11:58. Ach du liebe Güte, da ist ja gerade unser Zug abgefahren. So ein Mist. Seid mal still, der Sprechfunk geht. Alarmruf vom Hauptbahnhof Frohstadt. Zwei Jungen und ein Mädchen werden vermisst. Alter etwa 11, 8 und 6 Jahre. Das sind wir. Ja, ganz lustig, was? Ich wiederhole. Halt still. Hallo, Zentrale, hier Peter 38. Zwei der vermissten Kinder sind schon bei mir im Wagen. Wir suchen jetzt noch einen Jungen. Moment mal. Habt ihr Telefon zu Hause, Jörg? Ja. Hallo, Zentrale. Ja, bitte die Eltern der Kinder informieren. Katzenburg-Nummer. Jörg, sag mal eure Telefonnummer. Hören Sie bitte. 1. 8. 8. 1. 1. 8. 4. 4. 6. 6. Der Polizist fuhr mit Susanne im Auto davon und der Weihnachtsmann stapfte mit Jörg durch den Schnee die Straßen entlang. Es schneite ganz tüchtig und wurde schon dämmerig. Sieh mal, Jörg, hier habe ich vorhin Susanne gefunden. Sie heulte. Das hört sich an, als ob es der Jagdhund ist. Ja, meinst du? Du, das kann sein. Gehen wir doch hier mal um die Ecke. Ich glaube, das Gebell kommt aus der Kirche. Was? Tatsächlich. Hundegebell aus der Kirche? Na, gehen wir rein, Jörg. Das ist so dunkel hier. Ja, richtig unheimlich. Ach, wo ist denn der Lichtschalter? Ja, ich glaube hier. Ja. Jörg, schau dir das an. Ist das komisch. Der Affe hoch oben im Weihnachtsbaum. Und der Hund bellt ihn an. Sie gingen durch die Kirche. Da stand vor dem riesigen Tannenbaum, der schon für Heiligabend fertig geschmückt war, der Förster mit seinem Jagdhund. Ein Glück, dass endlich Menschen kommen. Und dazu noch der Weihnachtsmann persönlich. Wie lange stehen Sie hier schon als Affenbester? Vielleicht eine Viertelstunde. Aber hier könnte man ihn vielleicht ganz gut einfangen. Deshalb bin ich mit dem Hund so lange vor dem Baum stehen geblieben. Ich werde jetzt ins Pfarrhaus gehen, für Hilfe sorgen. Jörg, du kannst inzwischen dem Förster Gesellschaft leisten. Der Weihnachtsmann traf den Küster beim Schneeschippen vor dem Pfarrhaus an und erzählte ihm von dem Affen im Weihnachtsbaum. Herr Jemini, das muss ich gleich dem Pfarrer sagen, rief er. Aber vielleicht können Sie inzwischen schon mal die Feuerwehr anrufen, denn wir haben keine so große Leiter dafür. Kommen Sie mal schnell mit ins Büro. Was wünschen Sie? Die Feuerwehr, bitte. Moment, bitte. Feuerwehrkommando 1. Büro Hauptkirche. Hören Sie bitte, im Weihnachtsbaum sitzt in der Spitze ein Affe. Wir kommen sofort. Bald darauf gellte die Alarmhupe eines Feuerwehrwagens durch die schmalen Straßen der Innenstadt, auch am Weihnachtsmarkt vorbei. Es muss hier irgendwo brennen, sagten die Leute und waren sehr aufgeregt. Vor der Hauptkirche hält die Feuerwehr. Sie haben die große Leiter reingetragen. Die Hauptkirche brennt. So wurde hier und da gerufen und viele Leute liefen schnell zur Hauptkirche hin. Aber kein Feuer oder Rauch war zu sehen und die große Leiter wurde schon wieder herausgebracht. Dann kamen der Förster mit Jörg und dem Weihnachtsmann heraus. Der Weihnachtsmann hatte den Sack über der Schulter, den der Leierkastenmann dem Förster mitgegeben hatte. Und in dem Sack zappelte das gerettete Äffchen. Der Weihnachtsmann ging zum Leierkastenmann. Hey, ich habe hier einen Sack mit Nüssen. Mit Nüssen? Was soll ich denn mit Nüssen?
Die kann ich gar nicht mehr beißen. Auch die wirst du schon mögen. Hallo. Da bewegt sich ja was drin. Das ist ja mein Sack, den der Jäger mitgenommen hat. Habt ihr ihn gefangen? Kriege ich mein Äffchen wieder? Gesund und picklebendig sitzt es da drin. Die Feuerwehr hat ihn von der Spitze des Weihnachtsbaumes in der Kirche geholt. Mein Äffchen, mein kleines Äffchen. Also das ist die größte Weihnachtsfreude für mich. Komm, komm, mein kleines Äffchen. Auf dem Weihnachtsbaum in der Kirche bist du gewesen. So weit bist du gelaufen vor lauter Angst. Der Förster war inzwischen mit Jörg in der Polizeiwache angekommen. Es tut uns leid, sagte ein Beamter. Frank ist immer noch nicht gefunden. Aber Sie können den Fahrer gleich mal über Sprechfunk sprechen. In welcher Gegend fahren Sie jetzt? Wir fahren den Kanalring herum. Könnten Sie mit Jörg vielleicht noch mal den Markt und die Innenstadt kontrollieren? Moment mal. Was sagst du, Susanne? Da ist Frank. Sie meint, ihn gesehen zu haben. Bleiben Sie bitte auf der Wache, Herr Förster. Ich melde mich wieder. So blieben der Jäger und Jörg in der Hauptwache und warteten auf die nächste Meldung. Inzwischen fuhr der Peterwagen hin und her in der Kanalstraße, wo Susanne ihren Bruder bemerkt hatte. Aber kein Mensch war mehr auf der Straße im Schneetreiben zu sehen. Ich glaube, du hast dich geirrt, Susanne. Das war irgendein anderer Junge, der hier in einem der Häuser wohnt, nicht dein Bruder. Nein, bestimmt, ganz bestimmt. Es war Frank. Also gut. Wir fahren jetzt hier um die Ecke und halten. Du steigst aus und gehst die Kanalstraße entlang. Vielleicht hat er sich ja irgendwo hinter dem verschneiten Gebüsch versteckt, weil er sich ganz richtig denkt, dass er durch diesen Peterwagen gesucht wird. Er wird ja ein schlechtes Gewissen haben, weil er sich hier so verirrt hat. Ich werde dich beobachten. Und sobald ich den Frank bei dir sehe, fahre ich langsam an euch heran. Dann steigt ihr ein und ihr könnt mit dem nächsten Zug nach Hause fahren. Susanne stieg aus. Hui, wie kalt war es in dem wilden Schneetreiben. Aber ganz tapfer ging sie vorwärts. Da sprang hinter einem Gebüsch wirklich Frank hervor. Mensch, Susanne, ein Glück. Überall habe ich nach dir gesucht. Ich habe so eine Angst um dich gehabt. Warum hattest du dich eben hier versteckt, Frank? Weil ein Peterwagen kam. Ich dachte, der suchte mich. Wo ist Jörg? Der hat mit dem Weihnachtsmann den Affen gefunden, in der Kirche auf dem Tannenbaum. Und jetzt... Au! Schnell, Mensch! Au, lass mich los. Los! Nicht so komm, fest! Wir den Kanal auf die andere Seite. Au, halt mich nicht so fest! Ich will nicht übers Eis! Los, au, zieh mich nicht so! Frank, nein, ich will nicht! Nein, ich will nicht! Das bricht! Der Polizist sprang die Böschung hinunter. Er hatte vom Auto aus gesehen, wie der Junge die kleine Schwester zum Kanal hinabzog. Schnell hatte er angehalten, war ausgestiegen und hinterhergerannt. Vor seinen Augen waren die Kinder in das noch dünne Eis eingebrochen. Hey Frank, hier, komm her, gib mir deine Hand, so. Du bist raus. Hier bleibst du sitzen, auf der Stelle. Wehe dir, du läufst weg, hast du gehört. Ich muss ins Wasser und Susanne retten. Susanne? Hierher, komm, ja. Hier ist meine Hand. Komm, hier. Ja, ja. Ich hab sie. Pass auf, ich schieb sie dir aufs Ufer raus. Halt sie ganz fest, damit sie nicht abrutscht. So, schön festhalten, ja? Und nun muss ich selbst erstmal wieder raus. Menschenskinder, ihr macht Sachen. Und jetzt werden wir mal ein großes Sirenengeheul einschalten und so schnell wie möglich zum Krankenhaus fahren. Im Auto floss das Wasser aus dem nassen Zeug zu großen Pfützen zusammen. In wenigen Minuten waren sie am Krankenhaus angelangt. Schon kamen Schwestern und führten die drei vor Kälte Zitternden ins Haus. In Eile wurden warme Bäder hergerichtet und bald fühlten sie sich wieder ganz wohl. Die drei Kinder wurden nach dem Baden in dicke Decken gehüllt, weil sie auf das Trocknen ihres Zeuges warten mussten. Endlich kam eine Schwester mit den Sachen an. »Nun könnt ihr euch anziehen und nach Hause fahren«, sagte sie freundlich. »Ist es weit von hier zum Bahnhof? Wir kennen den Weg gar nicht. Und wo ist Jörg?« »Wartet nur ab«, lachte die Schwester und half den Kindern beim Anziehen. Kaum waren sie fertig, ging die Tür auf. Der Polizist kam herein. Na, wie sieht's aus mit euch? Friert ihr noch? Wir sind ganz aufgewärmt. Erst habe ich furchtbar doll gezittert. Und du? Und wo ist Jörg? Auch mir geht's ganz gut.
Und Jörg wird gleich vom Förster gebracht. Ich habe mit euren Eltern telefoniert. Euer Vater wollte mit der Bahn kommen, euch abzuholen. Aber ich sagte ihm, dass euch jemand mit dem Auto nach Katzenburg bringen würde. Wer denn? Etwa Sie? Nein, aber jemand, den ihr sehr gut kennt. Wieder ging die Tür auf. Der Förster und Jörg kamen herein. Es war ganz toll beim Förster. Da waren drei junge Jagdhunde, mit denen habe ich gespielt. Bringen Sie uns nach Katzenburg, Herr Förster? Nein, nein. Aber seht ihr, da kommt jemand, den ihr gut kennt. Hallo! Kinder, kommt! Unten wartet mein Auto. Ja, ihr wisst doch wohl, wer ich bin. Die Stimme habe ich doch schon gehört. Ah, ich weiß. Du bist der Weihnachtsmann. Ah, ja. Ach, ja, ich bin ja doch. Aber wie siehst du denn aus? Du hast ja gar keinen Bart mehr. Und warum hast du den schönen roten Mantel nicht an? Du bist ja recht neugierig, Susanne. Ich habe euch doch schon erzählt, dass ich nachmittags und abends im Theater spielen muss. Also nun mal fix ins Auto. Unterwegs können wir uns noch viel erzählen. Sie nahmen Abschied von allen und fuhren bald vergnügt davon. Als sie am Weihnachtsmarkt vorbeikamen, hielten sie für ein paar Minuten an. Der Leierkasten spielte und das Äffchen saß ganz munter obendrauf.